Spannung messen. Gut gemacht. Phase 1, 2, 3. Geil. Hallihallo, hier ist der Thomas vom Kanal der Elektrotechniker. Ja, gerade in Mecklenburg-Vorpommern angekommen, hier auf der Anlage mit dem Trafo-Thema. Und hier haben wir auf der Anlage so einen kleinen Baucontainer noch. Der ist im Prinzip praktisch eigentlich immer unbenutzt und ich bin gerade hier noch am Durchlüften. Das ist immer so die erste Maßnahme hier früh. Da wird hier einmal jetzt fix durchgekehrt, dann wird hier mal ordentlich angeheizt, dann kommt ja die Kaffeemaschine auf den Tisch und der Wasserkocher und dann kann man sich hier sozusagen während des Aufenthaltes auch mal im Prinzip mal, naja, 10 Minuten mal zurückziehen und mal einen Kaffee trinken. Ne? So, und dann kommt gleich noch der Kollege und dann werden wir uns gleich am Trafo dort treffen und dort hinten ist er und dann werden wir mal gucken, was uns heute hier so erwartet. Bis gleich! So, erste Messung. Erste Messung, Oberspannungsseite. Erste Phase gegen Erde. So, nächste Messung, 1 U gegen 2 U. Das heißt, Oberspannungsseite gegen Unterspannungsseite. Hier ist der Fahrangang am NH-Trenner oberhalb. Und dort entsprechend ist sozusagen der Einzug. Du bist weg, ja? So, nächste Messung. UVW 2 gegen Erde. 1000 Volt Prüfspannung auf der Unterspannungsseite. Und vermutlich in Richtung 3, genau. Mega Ohm. Waren auch jetzt alle drei Messungen erstmal gleich. Also UVW 2 waren identisch. Dann wir gleich. So, also letzte Messung haben wir gemacht. UVW 2, UVW 3, jeweils einzeln gegen Erde. Alle um die 5 bis 7 oder sagen wir so 6 bis 8 Megaohm ungefähr. Alles gut. So, nächste Messung ist die Wicklungsmessung auf der Oberspannungsseite. Wir sehen da jetzt einen Anschluss an U1 gegen W1 und mit dem Messgerät von Omicron CPC 100 sehen wir da jetzt bei RMS 2,33 Ohm. Das ist jetzt die zweite Messung, die sind jetzt identisch, das ist erstmal sehr gut. Jetzt machen wir sozusagen sukzessive alle Messungen durch, auch auf der Unterspannungsseite die beiden Wicklungen. Und dann schauen wir mal, wie die Messwerte aussehen. Bisher alles schick, sieht erstmal alles sehr gut aus. V gegen W, ja. Ja, so, nächste also Messung: V gegen W, 1 auf der Unterspannungsseite. Hier sind wir dran und hier haben wir jetzt schon drei Messungen gemacht. 6,8 Milliohm hatten wir. 6,8 Milliohm ja. Ungefähr, nicht? Ja. Genau. Ja. Sozusagen zwischen U gegen V, V gegen W, 6,8. So, jetzt haben wir alle Messungen fertig. Gucken wir noch mal aufs Typenschild, was wir gemacht haben. Also, oberspannungsseitig haben wir gemessen. 1U, also U1. V1, W1 jeweils gegen Erde, das gegen das Gehäuse. Alles gut, hat gepasst. So, wir haben gemessen danach bei der Unterspannungswicklungen, also U2, U3, nee Quatsch, U2, V2, W2 gegen Erde und das gleiche auf der zweiten Unterspannungswicklung nochmal. Dann haben wir gemessen Oberspannung gegen Unterspannungsseite, das heißt U1 gegen U2, U1 gegen U3 und so weiter. Also dann V1 gegen V2 und so weiter. Das haben wir gemessen. Auch alles okay, isolationstechnisch, alles schick. So, dann die Wicklungsmessung gemacht zwischen U1, V1.
V1, W1. Das haben wir gemessen. Oberspannungsseitig waren wir, glaube ich, bei 6,8 Ohm. Ne, was haben wir gehabt? Oberspannungsseitig 6,8 Ohm. 2,3. Ach, 2,3 Ohm, genau. Unterspannungsseitig dann gemacht auch wieder das gleiche. Also 2U gegen 2V und so weiter. Hier hat man alle 6 Messwerte um die 2,3 Milliohm gehabt. Also. 6,6. Achso, das waren dann, achso, das waren dann die 6,6 Milliohm, genau. So. Also erstmal alles identisch. Alles soweit okay. Jetzt haben wir nochmal gemessen vom Trafo-Abgang. Die Kabel in Richtung Wechselrichter, also hier die abgehenden, das haben wir noch mal gemessen, isolationstechnisch mit 1 kV Prüfspannung, auch alles schick, also viele Mega Ohm, auch alles schick. Sicherung auch noch mal durchgemessen, alle 6 sind also auch alle okay, das war ja die Defekte. Und bisher sieht erstmal alles soweit ganz gut aus. Jetzt werden wir dann noch eine Ölprobe unten entnehmen. Das machen wir auf jeden Fall. Die kommt noch mal ins Labor. Da wird das noch mal alles, ja, ich weiß gar nicht, wie man das dazu sagt, gaschromatografisch oder so. Jedenfalls wird das noch mal alles genau untersucht. Da könnt ihr halt feststellen, mit den Bestandteilen dort im Öl, was da mal passiert ist. Und man hat auch gleich noch mal halt natürlich eine Probe oder einen Wert zum Öl, also Durchschlagsfestigkeit etc. So, das werden wir noch machen. Dann werden wir noch ein bisschen sauber machen da unten. In dem Zusammenhang, dann werden wir hier noch mal ein bisschen Öl auffüllen und dann würden wir uns heute sogar zutrauen, das Ding wieder in Betrieb zu nehmen. Was wir noch machen vor der Inbetriebnahme, wir messen doch mal die Oberspannungsseite. Die messen wir auch noch mal, also da gehen wir jetzt auch mal 20 kV rauf mit dem Kabelmesswagen. Also prüfen wir sozusagen nochmal die Live-Bedingungen dann. Also das wäre das gleiche, als wenn wir zuschalten würden. So würden wir halt nochmal mit dem Kabelmesswagen 20 kV raufgeben. Und mal gucken, wie sich das dann alles so verhält. Also bisher eigentlich alles zufriedenstellend. So, und nochmal eine Prüfung mit 20 kV. Wir sehen schon der dicke Gartenschlauch, der rote. Das ist natürlich kein Gartenschlauch, aber vom Durchmesser her. So, wir gehen nochmal zum Kabelmesswagen. Uns das mal an hier. Können wir 10 Minuten stehen? Ja, können wir ja. Genau. Und gucken wir mal, wie es nach ein paar Minuten aussieht. Ja, so sieht das hier unten aus. Hier ist der Ölentnahmestutzen. Also ich habe mich halt hier reingequetscht. Ich habe hier so 40 cm Platz. Also extrem geil. Dann kommt diese Schutzkappe ab. So, nach der Schutzkappe sieht das so aus. Und jetzt kann ich hier einen Vierkant reinstecken und kann das ganze Ding links rausdrehen. Und wenn ich so einen Zentimeter gedreht habe, dann kommt so ein kleiner Strahl raus. Da haben wir jetzt einen Liter abgelassen und danach haben wir im Prinzip nochmal einen Liter in die Probeflasche gemacht. Und jetzt machen wir das ganze Ding wieder zu hier. Das ist jetzt hier alles ein bisschen, also das muss man so auslegen, ne? Das ist, klar, läuft ein bisschen daneben. Das wird natürlich alles entsprechend sauber gemacht und dann natürlich vernünftig entsorgt, das ist klar. So, einmal Trafoölbefüllung bitte. Jetzt mal 1,5 Liter. Schauen wir mal, ob sich hier was legt. So, nochmal 3 Liter hinterher. Da haben wir dann jetzt, erst waren es 3, also haben wir 3 plus 3, also 6 Liter. Das ist natürlich jetzt nicht viel, wenn ja über 1000 Liter reinpassen. Das ist ja nicht mal 1%. Ne? So, noch regt sich nichts. Wir werden noch mal ein bisschen warten. Schauen wir mal. So, wir sind bei 15 Litern angelangt. Das Entlüftungsventil ist eingeschraubt. Das heißt, es könnte halt Luft entweichen nach oben. Aber es hat sich bisher noch nichts getan. Ich meine, hier sind so ungefähr, weiß ich nicht, so 1200, 1300 Liter Öl drin. Das heißt, 1% sind 13 Liter. Das ist jetzt noch nicht so viel. Aber man hört, es läuft was rein, ja. Es läuft was rein und unten die Wanne ist trocken. Es läuft also nichts raus. Das heißt, wir sind erstmal auf dem richtigen Weg. So, und 23 Liter haben wir jetzt und es fängt an, sich etwas. Jetzt steigt er. Jetzt steigt er. Guck hier. Ja,
das wird es ja auch nicht mehr so dolle. Jetzt steigt er langsam. Und auch der Kontakt ist jetzt gelöst von dem großen Röhrchen. Allzu viel, den wir nicht mehr füllen müssen. Ja, jetzt ist Schluss. Jetzt, guck mal, der große steigt auch. Guck, hier ist jetzt Luft drunter. Hier so, jetzt ist der Kontakt gebrochen. Jetzt hören wir auf. Und jetzt müssen wir erstmal abwarten. Gucken, wie sich das hier einpendelt. Dann könnte man theoretisch in Betrieb nehmen und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir das bei wärmeren, also jetzt regelmäßig kontrollieren und dann bei wärmeren Wetter. Oh, da kommt da nichts zu. Nö, also drüben, also beim anderen Trafo jetzt ist er komplett oben. Ist er ganz oben? Genau. Aber ich wollte dem jetzt einfach nicht zu voll machen, weil wir noch nicht mehr als 6, 7 Grad Grad haben. Das ist noch zu wenig. Aber es funktioniert erstmal. Geil. Ich dachte schon, Mensch, da, nach dem ersten ja. Eimer. Da wird oben anstoßen. Ja, kann schon sein. Ja, noch was ablassen müssen, ne? Schauen wir mal. Geht mir auch noch zur Not. So, Niederspannungs- oder Unterspannungsseite sind jetzt die NH-Sicherung alle wieder drinne. Und wir haben jetzt Steuerspannung zu den Wechselrichtern, die ist erstmal aus. Ein ist jetzt erstmal nur Stationslicht und natürlich der Trafoschutz. Und jetzt werden wir sozusagen den Trafo mal einschalten. Das heißt, ist noch keine Last irgendwie dran. Also ist er quasi noch im Leerlauf, sage ich mal. Dann schauen wir mal, was hier passiert. Wir werden dann nochmal den Trafoschutz checken. Das heißt, wir werden nochmal eine Temperaturauslösung machen. Nochmal die Auslösespule prüfen in der Schaltzelle. Und wenn das alles gut ist, dann werden wir einen Wechselrichter in Betrieb nehmen. Und dann werden wir uns ja langsam mal rantasten an die Sache. Aber ich bin doch sehr zuversichtlich aktuell. So. Wärmungstrenner öffnen. Spannung kommt erstmal an. Von der Schwerpunktstation. Und hier steckt man schon mal rein. So. Dann schalten wir einfach mal ein. So, Spannung messen. Hast du gut gemacht. Phase 1, 2, 3. Geil. Nochmal Check Trafoschutz. Das heißt, wir drehen jetzt den Auslöser runter von 90 Grad auf bis es kalt. So. Und jetzt hat der Trafoschutz eingesprochen und entsprechend die Auslösespule ausgelöst und da kam der Stößel raus der Spule und dann sozusagen die mechanische Auslösung des Schalters funktioniert auch. So, der erste Wechselrichter habe ich gerade gestartet, fährt gerade hoch, wir sehen es ja am Lüftertest und nun werde ich den erstmal zumachen und den werde ich erstmal eine halbe Stunde noch hier ein bisschen aufheizen lassen, damit hier nicht noch irgendwas mit der Feuchtigkeit ist. Das kann man immer machen und dann werden wir mal zuschalten. So, Operation erfolgreich, Patient lebt wieder. Zumindest mal einer, also der Wechselrichter 1.2 ist am Netz, speist ein. Das ist natürlich jetzt schon wieder so kurz vorm Dunkel werden, aber immerhin, er speist ein, funktioniert. Beim zweiten Wechsel oder beim ersten Wechselrichter haben wir das Problem, der startet nicht. Hier hat's, also gibt es noch ein Problem. So, und da haben wir noch festgestellt, bei diesem Wechselrichter lief das Isometer auch nicht an. Und da dachte ich erst, dass es daran liegt. Hab das scheinbar defekte Isometer, also Spannung lag an, aber das Isometer ging nicht. Hab das defekte Isometer dann drüben eingebaut und der drüben der Wechselrichter läuft ja. Das heißt, der Wechselrichter läuft auch ohne Isometer. Hier ist jetzt das Isometer drin, was okay ist, aber trotzdem läuft der Wechselrichter nicht an. Fehler, sagt er mir, Kommunikation gestört. So, und da bin ich jetzt
am Ende meiner Ideen. Das kann jetzt vieles sein. Ich habe jetzt hier gesehen, die Kommunikations-LEDs, sage ich mal hier, die bei diesem Westermo hier, die leuchten hier nicht, blinken hier nicht. Das macht da drüben, also es ist wirklich was mit der Kommunikation. Die Webbox, da ist erstmal alles grün, genau wie drüben, also alles identisch. Also denke ich mir, dass es damit was zu tun hat, weil hier ist ja auch eine NH-Sicherung kaputt gegangen im Traforaum zum Abgang dieses Wechselrichters. Und wahrscheinlich hat es eben bei dem Auslösen des Trafoschutzes hier irgendwo eine Überspannung gegeben oder irgendwie was, die im Prinzip das Bändergerät zerstört hat. Ja, also vielleicht gibt es da auch einen Überspannungsschutz drin oder so. Und dann ist das hier noch irgendwie mit in die Netzwerktechnik mit eingestreut, sage ich mal. Und ja, jetzt läuft das halt leider nicht. Ich habe hier nochmal geguckt, hier auch nochmal einen Überspannungsschutz. Da war erstmal alles okay. Und sonst, also augenscheinlich finde ich hier erstmal nichts. Also bleibt mir nichts anderes über, außer den SMA-Service zu holen. Und dann werden die sich da mal reinklinken müssen. Und ich denke mal, irgendein Teil hat ja noch einen Treffer. Und ja, das muss man auch rausfinden. Aber nichtsdestotrotz können wir heute sehr zufrieden sein, weil der erste Wechselrichter läuft. Und ja, der Trafo ist auch soweit fit. Also ihr habt es ja gesehen, was wir alles gemacht haben. Natürlich alles nochmal schön sauber gemacht auch. Hier unten ist noch ein bisschen dieser Ölrückstand noch von der Entnahme. Aber dafür ist die Ölwanne da. Das wird jetzt bei der Sommerwartung nochmal richtig mit Reiniger dann blitzblank gemacht und dann ist auch alles wieder schick. Ölstand stimmt. Und jetzt werden wir das natürlich kontrollieren zyklisch. Und dann, wenn das jetzt Frühling wird, dann bei 20 Grad, dann werden wir nochmal dann den Hermetikzustand nochmal wieder herstellen, damit das hier alles wirklich dann passt. Ne? Ja, können wir dann trotzdem erstmal zufrieden sein für heute. Natürlich wäre es ideal gewesen, wenn alles gleich jetzt zu 100% quasi wieder in Betrieb wäre, aber pff, ja, so ist es halt im Leben, ne? Man kann nicht alles haben. Das ist das Primärthema gewesen, das funktioniert und hinten, das bekommen wir auch hin noch. Und dann noch mal eine Sache, ich war ja letzte Woche schon mal hier, ihr wisst ja die Story mit dem Verlängerungskabel dort hoch, diese 170 Meter. Und wir hatten hier an der Kabeltrommel jetzt auch noch den Messwagen dran. Das hat funktioniert. Aber als der Kollege dann hier eine große Heizung angeschaltet hat, ist die Spannung auf 180 Volt runtergebrochen. Also das hat dann nicht mehr funktioniert. Also 170 Meter und Last, das funktioniert nicht bei 1,5er Querschnitt. So, und mittlerweile haben wir natürlich auch hier uns einen LWL-Brücker sozusagen zugelegt. Ich hatte ganz viele Kommentare in diesem Video, dass viele das so gemacht hätten und ich habe das glaube ich auch schon kommentiert. Ja, das war mein allererster Gedanke, auch letzte Woche dieses Ding einzubauen, aber ich hatte so ein Ding nicht. Haben wir auch so noch nicht gebraucht und ich kann natürlich jetzt hier im Nirgendwo kriege ich sowas leider nicht her. Ich habe das bei Konrad bestellt, gleich einen ganzen Schwung, hat jeder jetzt 2-3 Stück auf dem Auto und ab sofort müssen wir also so eine Harikiri Notstromgeschichten hier nicht mehr machen, sondern wir klemmen einfach sozusagen das Ding dazwischen. Der Moxer muss dazu nicht an sein. Es geht also rein darum, sozusagen das LWL-Signal durchzubrücken. Mehr ist es nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Hier ist auch alles wieder Originalzustand hergestellt. Funktioniert alles. Und ja, machen wir zu die Kiste. Und jetzt werden wir noch einen Kaffee trinken. Oh, habt ihr gehört? Jetzt ist Einspeisestopp. Jetzt hat er die PV-Spannung nicht mehr ausreichend. Hey, ist ja lustig. Aber wir könnten heute zumindest mal noch 3,2 Kilowattstunden ernten. Immerhin, ne? Also bei dem Wetter zu Hause mit einer 10-20 kW Peak-Anlage ist das mit den 3 Kilowattstunden manchmal auch nicht so leicht. Und das haben wir hier nochmal eine halbe Stunde geschafft. Ja, okay, wir gehen Kaffee trinken, räumen dann alles zusammen. Und dann geht's wieder Richtung Heimat. Und wir werden natürlich dann nochmal herfahren müssen. Wir müssen noch das Bändergerät tauschen. Also das ist jetzt hier. Oh, jetzt geht's ja auf einmal. Oh, ich bin erstaunt. Jetzt ist ja hier das Bändergerät doch auf einmal angegangen. Das war die ganze Zeit aus. Allmächtiger Maria und Jesus. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Das ist das Bändergerät, das Isometer, was jetzt die ganze Zeit aus war. Weil man ist es an. Krass. Okay, ist so. Nee, wir werden den SMA-Server trotzdem Bescheid sagen müssen, weil der muss den Wechselrichter hier drüben checken und mal gucken, vielleicht können die was von der Ferne aus machen. Muss man sehen, aber ich denke, da wird ein Techniker herkommen müssen und dann wird das alles gut werden. Also, bis später. Ciao, ciao.